Wir haben einen neuen Gesprächspartner an meiner Seite, Jan Hohmeier, Vorsitzender des DMSB Offroad-Ausschusses seit dem vorletzten Jahr. Jan, erzähl uns doch mal, wie gefällt es dir in Selo? Ja, ich bin wirklich begeistert, wie die Strecke hier gebaut worden ist mittlerweile. Zustand ist 1A. Ich habe heute Morgen mit dem Observer gesprochen, der ist begeistert und mehr wollen wir ja gar nicht. Genau, ich denke, da können wir alle gut mit zufrieden sein. Der MC Selo hat hier eine klasse Arbeit gemacht. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Arbeit als Vorsitzender im Offroad-Ausschuss. Was machst du da so? Wo sind deine Aufgabenbereiche? Ich denke im Endeffekt über die Regeln nach, zusammen mit den anderen Kollegen aus dem Offroad-Ausschuss und gerade was Autocross betrifft, eben auch zusammen mit dem Deutschen Autocross-Verband, weil wir im Autocross versuchen, das Ganze ein bisschen von unten nach oben aufzubauen. Also, dass wir fragen, wie hätten es denn gerne die Fahrer und die Veranstalter und versuchen daraus dann ein vernünftiges Regelwerk zu machen. Wie siehst du die Entwicklung speziell jetzt im Autocross-Sport, aufsteigende Tendenz? Ganz definitiv. Wir haben in der deutschen Meisterschaft gut steigende Starterzahlen. Und auch wenn ich mir das hier heute angucke, auch international können jetzt viele Leute einsteigen. Unter anderem deswegen, weil wir ja jetzt auch mit der relativ kleinen International D-Lizenz bereits hier viele Fahrzeuge fahren können. Das hört sich schon mal ganz gut an. Sind für die nächste Zeit, für die nähere Zukunft noch großartige Änderungen geplant oder bleibt erstmal alles so bestehen, wie es ist? Es geht natürlich mit den Änderungen immer nur so zum Jahreswechsel. Fairerweise kann ich nicht mitten in die Saison was umschmeißen. Was wir für nächstes Jahr in Deutschland vorhaben, ist auf alle Fälle noch mehr für die Jugend zu tun und auch bei den Tourenwagen möglichst eine eigene Klasse für die Jugendlichen einzuführen. Ja, ich denke, Jugendarbeiter, das ist das Nonplusultra. Wir wollen den Nachwuchs ranführen. Das hört sich gut an und dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und einen schönen Rennsonntag. Ja, schönen Dank. Euch auch.